Langläufer müssten von Kopf bis Fuß trainiert sein. Beginnen wir mit dem Ruderzug. Sie stehen hüftbreit auf das Theraband und wickeln es sich einmal um die Hände. Aus einer leichten Vorlage ziehen Sie das Gummiband mit beiden Armen so weit wie möglich nach hinten oben. Führen Sie dabei die Schulterblätter zusammen. So werden neben den Arm- und Schultermuskeln auch die oberen Rückenmuskeln trainiert. Einatmen, ausatmen. Ganz wichtig für Langläufer sind auch die Abduktoren. Beim Abspreizen werden zudem Gesäß- und Oberschenkelmuskulatur gekräftigt. Außerdem schulen sie so das Gleichgewicht. Spreizen Sie das Bein so weit wie möglich ab, ohne die Hüfte abzukippen oder das Bein zu beugen. Mit dem Oberkörper bleiben Sie möglichst gerade. Die folgende Übung ist koordinativ nicht ganz einfach und deshalb bestens geeignet für Langläufer. Bei der Standwaage stehen Sie einbeinig auf das Theraband. Mit dem Arm der gleichen Seite ziehen Sie es nach außen oben. Gleichzeitig gehen Sie mit dem Oberkörper nach unten und mit dem Bein nach hinten oben. Ja, nicht schlecht. Ein leicht gebeugtes Standbein hilft fürs Gleichgewicht. Selbstverständlich machen Sie die Übung auf beide Seiten. Und wichtig während der ganzen Übung, Spannung im Rumpf halten. Für die nächste Übung setzen Sie sich hin. Als Ausgangsposition muss das Band bereits leicht gespannt sein, die Hände sind knapp über Kniehöhe, etwas weiter außen. Nun heben Sie die gestreckten Arme bis über Kopfhöhe an. Den Oberkörper halten Sie aufrecht. Wichtig, die Schultern sollten Sie unten lassen und nicht mit hochziehen. Einatmen. Ausatmen. Eine geeignete Übung für die Brustmuskulatur ist Bankdrücken. Legen Sie sich auf das Gummiband und wickeln es um die Hände. Die Ellbogen sollten oberhalb des Bandes sein. Achten Sie darauf, dass Sie beim Stoßen mit den Armen nicht nach oben oder unten ausweichen. Unten bleiben die Ellbogen in der Luft, oben berühren sich die Hände beinahe. Auch hier ist die Atmung sehr wichtig. Einatmen, ausatmen. Zum Abschluss noch eine Übung für die Gesäß- und hintere Beinmuskulatur. Beim Beckenlift führen Sie das Theraband um ein Knie und halten es seitlich in den Händen am Boden. Nun stoßen Sie mit dem anderen Bein das Becken in die Höhe. Versuchen Sie dabei, das obere Schienbein immer parallel zum Boden zu halten. Das Becken bleibt in der Luft. Strecken Sie die Hüften, bis Sie mit Knie und Schultern eine Ebene bilden. Am Ende legen Sie das Band zur Seite und ziehen sich am Knie hoch. Langsam aufrollen, aufstehen und geschafft.